Wir arbeiten eigentlich sehr viel mit Erfahrung, mit Experimenten, mit Ausprobieren. Also wir machen auch heute Abend nicht einen Vortrag zu Selbstliebe, Nächstenliebe und Gottesliebe, über den man dann anschließend streiten könnte, sondern wir versuchen euch über Innenreisen, Zentrierungen, Übungen, die wir anleiten, Geschmack zu geben von Selbstliebe, Nächstenliebe und Gottesliebe. Und nach diesen kleinen Einheiten, die wir dann jedes Mal machen, ist natürlich Raum für eure Fragen. Wenn ihr mögt, könnt ihr auch berichten über das, was ihr erlebt habt. Genau, aber wir werden viel, es geht nicht darum, irgendetwas zu glauben, sondern es geht eher darum, es auszuprobieren, es zu erfahren, deine eigenen Erfahrungen zu machen. Quasi wie eine Abenteuerreise durch deine Liebesfähigkeit. Ja, und vielleicht stellen wir uns noch kurz vor, Leo. Ich habe gerade gemerkt, es ist gerade ein bisschen untergegangen mit den ganzen organisatorischen Sachen, ne? Magst du anfangen? Ja, was soll ich sagen? Ich komme ursprünglich aus Luxemburg, das hört man auch immer so ein bisschen an meiner Sprache. Bodo hat das schon direkt vermutet, ne? Er freut sich, dass ich mich geoutet habe. Ich lebe aber schon seit 20 Jahren jetzt in Deutschland, habe in Gießen eine Praxis für Psychotherapie, Paartherapie und Supervision. War eigentlich mein ganzes Leben als Menschenbegleiter unterwegs, vorher als Sozialarbeiter in einer Einrichtung in Luxemburg. Genau, und habe einfach in meinen mittlerweile 62 Jahren viel Erfahrung gesammelt in der Begleitung von einzelnen Menschen, in der Begleitung von Paaren, in der Begleitung von Gruppen. Und mit Christine, die ich vor einigen Jahren in einem anderen Kontext kennengelernt habe, wo wir auch zusammen Seminare geleitet haben, ist die Idee entstanden, eigentlich so eine ganz wichtige Essenz unserer Arbeit zusammen weiterzugeben. Und ich glaube, so wie es auch formuliert ist auf einem Text vom Frankfurter Ring, dass wir irgendwie den Eindruck haben und dass wir doch uns auch immer wieder rückgemeldet, dass wir die Qualität haben, einen Raum zu kreieren zusammen, wo die Menschen sich aufgehoben fühlen, sicher fühlen, Lust haben, sich zu beteiligen und dass wir auch irgendwie durch unsere Person sowohl die männliche als auch die weibliche Herzensqualität der Raum geben können. Soweit erstmal zu mir. Ja, und ich bin Christine Brekenfeld, steht da ja auch. Ich lebe schon viele Jahre im Berliner Raum und jetzt in Potsdam inzwischen und bin auch schon seit vielen Jahren als Begleiterin von Menschen unterwegs. Ich habe in Berlin eine Praxis, auch hier in Potsdam und arbeite auch in München. Und mein Schwerpunkt ist das Thema Leben und Sterben, also auch die Lebendigkeit in uns und was es uns mit uns macht, wenn wir uns mit unserem eigenen Tod noch viel mehr auseinandersetzen und von dort auch liebevoll lernen, auf unser Leben zu schauen. Ich bin auch Sterbe- und Trauerbegleiterin und habe auch eine Ausbildung in der Traumaheilarbeit Somatic Experiencing und begleite auch schon viele, viele Jahre Menschen auf ihrem spirituellen Weg. Da sind uns Leo und ich auch begegnet und er hat ja schon erzählt, was uns dann so wichtig war in unserer gemeinsamen Arbeit. Ja, nochmal hallo, schön, dass ihr alle da seid und ich würde sagen, wir fangen jetzt mit dieser Abenteuerreise durch unsere eigene Liebesfähigkeit einfach an. Ah, da ist noch eine Meldung. Ja, Manuel. Hallo Christine, hallo Hallo, Ma Leo. hallo Manuel, grüß dich. Hallo. Hallo. Ich wollte nur anmerken, bei mir steht, der Chat ist deaktiviert. Ich weiß nicht, ob das bei den anderen auch so ist, Oh. dass das vielleicht noch freigeschalten wird. Danke, dass du das sagst. Corinna, kannst du mal gucken? Da müsstest du gucken. Jetzt ist frei. Jetzt ist frei. Super, danke, Super, Manuel. danke. Danke. Gut, dann
Vielleicht um euch nochmal so eine Orientierung zu geben in den Abend. Wir werden anfangen mit so einer kleinen Einstimmung, eine Übung zur Herzöffnung, zum Ankommen auch hier. Und danach wird es drei verschiedene Übungen geben, auch zu den drei Elementen des Abends, zur Selbstliebe, zur Begegnung mit dir selbst, zur Nächstenliebe, zur Begegnung mit den anderen und zur Gottesliebe, zur Begegnung mit dem Göttlichen. Und dazwischen, wie gesagt, gibt es immer kurze Räume, wo ihr Fragen stellen könnt und Rückmeldungen geben könnt. Gut, dann steigen wir direkt ein und dazu möchte ich dich einladen, dass du dir es erstmal bequem machst in deinem Sitz. Und vielleicht musst du ein bisschen ausprobieren. Du kannst deine Position so lange verändern, bis du einen Platz gefunden hast, der sich für dich ganz gut anfühlt. Und auf dieses zu Beginn ganz gut, den Körper noch ein bisschen zu bewegen. Vielleicht einmal strecken und dehnen. Genau. Manchmal gibt es auch den Impuls zu gähnen. Dann kannst du auch diesem Impuls folgen. Und dann langsam zur Ruhe kommen, deinen Platz finden. Wenn es für dich okay ist, auch die Augen schließen oder einfach vor dich auf den Boden, den Blick vor dich auf den Boden richten. Dann kannst du erstmal deinen Körper spüren. Wenn die Füße auf dem Boden stehen, spüren, wo die Füße den Boden berühren. Und dann auch die anderen Stellen des Körpers, die den Sitz berühren, am Rücken, am Gesäß. Den Oberschenkeln. Und vielleicht kannst du spüren oder wahrnehmen, dass du getragen wirst. Und vielleicht kannst du sogar von allein noch mehr loslassen, noch mehr entspannen, noch mehr Gewicht an den Stuhl oder den Boden abgeben. Und dann kannst du deine Aufmerksamkeit auf den Atem richten. Wahrnehmen, wie der Atem kommt und wieder geht. Und vielleicht nochmal mit einem hörbaren und anstrengungslosen Seufzer ausatmen. Und dann den Atem wieder ganz von alleine fließen lassen. Jedes Ausatmen ist eine Einladung zum Loslassen.
und kannst du auch die Bewegung des Atems spüren. Es ist eine Bewegung des Lebens. Das Leben, das dich atmet. Mit jedem Einatmen ein Ausdehnen. Und mit jedem Ausatmen wieder ein Zusammensinken. Und das geschieht ganz von allein, ohne dass du dich darum kümmern musst. Das ist genauso wie nachts, wenn der Körper schläft. Und ganz alleine dafür sorgt, dass das Ein- und das Ausatmen weitergeht. Vielleicht kannst du dann auch noch andere Bewegungen des Lebens in dir spüren. Vielleicht das Pulsieren des Herzens. Manchmal auch die Lebenskraft in dir in Form eines Strömens, Fließens oder Pulsierens. Und dann kannst du deine Aufmerksamkeit auf dein Herz richten. Vielleicht auch, indem du dir vorstellst, dass dein Atem dahin fließt. Manchmal ist es auch gut, eine Hand auf das Herz zu legen, um die Verbindung zum Herzen noch zu unterstützen. Und dann geht es erstmal nur darum, wahrzunehmen, ohne etwas zu verändern. In einer Haltung des Entdeckens, des Erforschens. Wie gut kannst du dein Herz spüren? Schlägt es eher langsam oder eher schnell? Ist es weit oder eng? Eher warm oder eher kühl? Wie offen oder wie verschlossen fühlt sich dein Herz an? Wie viel Energie kann in diesem Bereich fließen? Und vielleicht merkst du das allein dadurch, dass du deine Aufmerksamkeit dahin richtest, sich etwas verändert. Du das Herz deutlicher spüren kannst. Und dann möchte ich dich einladen, so gut wie es jetzt im Moment möglich ist,
dich noch tiefer in diesen intimen Herzraum sinken zu lassen. Manchmal hast du dann die Wahrnehmung, dass nicht dein Herz in dir ist, sondern du in deinem Herzen bist. Genau, und dann ist es langsam, langsam Zeit für den Übergang. Und da ist immer ganz wichtig, ganz aufmerksam zu sein. Wenn du gleich in deinem Tempo die Augen öffnest, um die Aufmerksamkeit auch wieder nach außen zu richten, darauf zu achten, dass du die Verbindung nach innen nicht verlierst. Verbinde zu deinem Herzen, zum Herzraum. Und manchmal ist es dann gut, so wie ein bisschen zu pendeln mit der Aufmerksamkeit. Die Augen zu öffnen, mal nach außen zu schauen. Und wenn du merkst, dass die Verbindung zu dem inneren Raum verloren geht, wieder die Augen schließen, nochmal nach innen spüren. Und dann wieder die Augen öffnen. Und vielleicht kannst du dann die Erfahrung machen, dass beides gleichzeitig da ist. So wie die Sonne auch da ist, auch wenn du nur die Wolken siehst, kannst du mit dem Innen und dem Außen, ist das davon abhängig, je nachdem, wo du deine Aufmerksamkeit richtest. Mal ist sie mehr im Außen, wie jetzt bei mir, wenn ich in die Runde schaue, euch anschaue. Und währenddessen bin ich mir aber auch bewusst, was in meinem Inneren wahrnehmbar ist. Nur, dass das andere etwas mehr im Vordergrund ist. Ja, und wenn ihr die Augen öffnet, dann ist es ganz gut, auch sich erstmal wieder zu orientieren im Außen. Vielleicht kann das auch so aussehen, dass du erstmal hier in die Runde schaust, wer noch alles da ist heute Abend. Vielleicht einige Menschen, die dir vertraut sind, andere, die du das erste Mal siehst heute Abend. Genau, und dann ist die Runde erstmal offen. Wenn du was mitteilen magst von dem, was du erlebt hast, vielleicht oder wie schwer es dir gefallen ist, dich auf diese Erfahrung einzulassen, was du wahrgenommen hast. Und auch, falls irgendwelche Fragen, falls es irgendwelche Fragen gibt, die ihr an uns habt.
Vielleicht gibt es ja auch was ganz Besonderes, was dich heute Abend hergeführt hat, gerade zu diesem Thema. Also das Thema Selbstliebe, Nächstenliebe und Gottesliebe ist ja kein so ein gewöhnliches Thema und da sind wir auch neugierig. Ja, und wenn du was sagen magst, dann heb einfach, nimm die Hand oder schreib im Chat, wie du möchtest. Ja, und die Erfahrung hat schon gezeigt, dass der erste Schritt immer der schwerste ist, einen Anfang zu finden. Manchmal ist es auch so, da spürt man eigentlich in sich so einen Impuls und denkt, oh ja, eigentlich ist da was und dann kommen so alte Sachen. Oh je, und was denken die anderen und oh, ich weiß nicht und in der Schule war es auch schon immer blöd und so. Und wie wäre das denn, wenn du dich heute mal von diesem Impuls leiten lässt und es einfach mal ausprobierst? Genau. Und im Unterschied zur Schule gibt es hier kein richtig und falsch. Genau. Hier geht es um deine ganz eigene Erfahrung, die kann nicht falsch sein. Und deine eigene Erfahrung mit deinem Herzen und deinem Herzraum und dem, wie sich das gerade angespürt hat, da so für einen Moment mit in Kontakt zu kommen. Und was dich an diesem Thema interessiert. Na, der Einstieg scheint heute Abend ein bisschen mühsam zu werden. Ja, wir gucken mal. Manchmal ist ja auch Pause gut. Pause ist ja nichts Schlimmes. Manuel. Ich fange einfach mal an. Super. Weil sich gar nichts tut. Und nochmal mit der Bemerkung, dass das mit dem Chat irgendwie immer noch nicht funktioniert. Es ist mal offen und dann steht bei mir wieder deaktiviert. Vielleicht liegt das auch ja, ein Stück weiter an. Ja, jetzt ist wieder an. Genau. Karin hat nämlich gerade reingeschrieben, dass sie die Hand nicht heben kann. Okay, dann kommt sie gleich dran, wenn Manuel dran war. Gut. Okay, super. Wenn das jetzt funktioniert, vielleicht kommen dann auch ein paar mehr Meldungen. Genau. Ja, was mich hierher geführt hat, also erstmal natürlich du, so, weil ich das, also die Christine so ein Stück weit, weil ich das irgendwie ganz toll finde, was du so machst, aber ich finde auch die Arbeit von Leo, also ich war auch beim letzten Vortrag schon dabei, das hat mich enorm bereichert und das Thema, also Selbstliebe, Nächstenliebe, Gottesliebe, das hängt für mich einfach, ja, also irgendwie zusammen, weil ich finde, das ist alles irgendwie auch so ein bisschen eins, also ich fühle mich verbunden mit allen Menschen irgendwo und ich fühle auch irgendwo was Göttliches in mir und ja, und demnach eben auch in anderen. Und ja, Liebe ist sowieso ein sehr großes Thema. Ich finde, das ist ein zentrales Thema, was, ja, was ich so ein Stück weit als mit einem Sinn des Lebens bezeichnen würde, irgendwie Liebe zu fühlen und Liebe in die Welt zu bringen und so. Genau. Ja, danke. Soweit erstmal. Dankeschön, danke. Manuel. Danke okay. Dir. Danke. Dann war jetzt Karin, die die Hand nicht heben kann. Karin, magst du mal dein Mikro anschalten und was sprechen? Dann kommst du automatisch. Wirst okay. Du okay. Ja. Ich bin erst zum zweiten Mal bei einer Veranstaltung vom Frankfurter Ring und habe eigentlich das Wort Gottesliebe komplett ausgeblendet. Es hat mich überrascht, kommt mir aber sehr entgegen. Also ich habe es fand es überraschend, im Rahmen des Frankfurter Rings das Wort Gottesliebe zu lesen. Ah. So. Ich habe sicher schon viel ausprobiert und vor 3-4 Jahren angefangen in einem kirchlichen Rahmen das Herzensgebet zu praktizieren.
Da jetzt aber Lockdown ist, bin ich jetzt virtuell mehr wieder in die Achtsamkeitstrainingsgeschichte gekommen. Und da gab es auch ein paar Live-Treffen und mir wurde klar, dass die Teilnehmer das Thema Göttlichkeit oder Gott oder Gottesliebe total ausblenden. Also ich bin auch nicht wieder zurück in den Schoß der Kirche gegangen mit diesem Herzensgebet, aber ich bewege mich immer irgendwie auf so einem, ja, ich wünsche mir manchmal mehr Klarheit über den Weg. Aber ich merke, ich kann nicht zurückgehen in dieses Kirchending, ja. Ich fand es sehr schade, dass da diese Live-Treffen nicht mehr stattgefunden haben. Und ja, und wie gesagt, jetzt lasse ich mich mal überraschen und guck mal, was jetzt bei euch hier so läuft, auf Deutsch gesagt, ja. Okay. Und das mit dem Chat, jetzt geht es anscheinend wieder mit dem Chat. Also es springt immer hin und her, genau. Und ich, es ist so, in meiner Leiste gibt es nicht die Möglichkeit, die Hand. Ja, das ist manchmal so. Es gibt angeblich eine Lösung, aber ich habe sie nicht gefunden. Wenn du in der Teilnehmerliste bei dir links ganz runter scrollst, da müsste dann, könnte sein, dass du da die Hand heben kannst. In den da, wo die Leute abgebildet sind. Ja, wenn du unten auf Teilnehmer klickst. Auf Teilnehmer, okay. Und dann in der, da kommt, erscheint rechts so eine Leiste und wenn du die ganz runterschiebst, da kann auch. Leider nicht. Es okay. Erscheint keine Leiste. Ein, war vielleicht über einladen? Nee. Dann ist es so. Katrin, dann schreibst du einfach im Chat, wenn du was möchtest. Und dann okay, alles klar. Also meine Motivation ist Selbstliebe gewesen und jetzt bin ich gespannt, was ihr zu Gottesliebe zu sagen habt. Oder ja, ich denke, für mich ist das auch einfach eins. Und mir fehlt es aber in meiner Praxis im Moment. Ich komme in meiner Praxis eigentlich alleine, bin nicht auf diese Ebene. Okay. Und das beschäftigt mich im Moment, ja. Ich freue mich auf die nächsten Gruppenmeditationen, die ich wahrscheinlich doch bald wieder machen kann dann. Gut, Katrin, Karin, vielen Dank. Mhm. Genau, und wir werden ja auch, wie anfangs angekündigt, es wird zu Selbstliebe, Nächstenliebe und Gottesliebe jeweils eine Übung geben. Mhm. Okay. Dann kannst du auch direkt erfahren. Sehr schön, danke. Wie wir damit arbeiten. Mhm. Dankeschön. Mhm. Gut, Sabine schreibt, das Thema des Abends weckt in mir großen inneren Widerstand. Die Neugier hat mich trotzdem hergetrieben. Das ist schön, Sabine. Schön, dass du da bist. Mhm. Ja. Ich habe einen neuen Begriff gefunden, der heißt Verlockung. Den finde ich schöner als die Neugier, die dich hergetrieben hat. Das hat so ein bisschen was Gewaltsames. Ich glaube, das ist eher die Verlockung, ist, die uns zieht. Die Verlockung unseres Herzens. Oft zieht uns unser Herz irgendwo hin. Und wir wissen es gar nicht. Der Kopf sagt irgendwie nein, nein, nein und das Herz zieht. Vielleicht kennt ihr das auch. Und ich weiß nicht mehr, wer das war. Ich habe mal vor vielen, vielen Jahren, als ich in einem Satsang saß, hat der vorne saß, gesagt, ihr habt den Ruf des Herzens schon alle gehört, sonst würdet ihr nicht hier sitzen. Und hier in der Runde habe ich den Eindruck auch immer, alle, die sich hier eingeloggt haben, die hier teilnehmen, die neugierig sind, die haben den Ruf des Herzens schon gehört. Sonst wärt ihr nicht da. Genau. Ja. Silly, du hast dich gemeldet. Ja, also mich hat es hierher getrieben, diese Verbindung zwischen diesen drei Worten, die ich persönlich in den letzten Jahren durch Erfahrungen verbinden konnte und musste und die untrennbar für mich miteinander verbunden sind und die Göttlichkeit doch eine riesengroße Rolle spielt und auch das ineinander fließt, wie Manuel schon sagte, und das, was ganz Starkes im Leben einfach geworden ist. Aber leider auch bei mir, leider ist vielleicht nicht richtig ausgedrückt, das war der harte Weg, wie ich das erfahren musste, auch erst durch einen großen Durchhänger in meinem Leben.
kam ich zur Selbstliebe und der Prozess ist jetzt Gott sei Dank auf ein, ja, sehr weit fortgeschritten. Also diese drei Worte sind für mich lebensbegleitend geworden und ja, deswegen bin ich hier, weil ich mich sehr freue. Ja, vielen Dank. Ja, ich würde sagen, dann gehen wir eine Runde weiter. Genau. Haben wir so ein bisschen von euch gehört und möchten euch gerne zu einer zweiten kleinen Innenreise oder Zentrierung einladen. Ja, du kannst wieder schauen, dass du gut sitzt. Vielleicht auch noch mal kurz den Körper sich bewegen lassen. Ist immer gut, wenn der Körper sich auch noch mal mitbewegen darf, weil auch bei unserer ganzen inneren Arbeit, die wir machen, wenn es ums Herz geht und um die Liebe, können wir den Körper ja nicht außen vor lassen. Also ist immer wieder die Frage gut, Körper, was brauchst du gerade? Genau. Und gerade wenn man viel vor dem Bildschirm ist, ist es auch gut, wirklich die Augen sich bewegen zu lassen, nochmal im Raum rumzuschauen. Ja. Ja, und dann möchte ich dich gerne einladen, wenn du magst, deine Augen wieder zu schließen. Und wenn es für dich ungewohnt ist, dann lass sie ruhig offen. Und dann können sie so ein bisschen noch schauen und du kannst es einfach der Selbstorganisation deines Körpers überlassen, wann die Augen sich schließen wollen. Genau, und dann atme einfach noch so 2-3 Mal aus, wenn du magst, mit so einem hörbaren Seufzer. Vielleicht magst du dich schon daran erinnern, was Leo vorher gesagt hat, dass jedes Ausatmen eine Einladung ist, um loszulassen und noch ein bisschen mehr auf deinen Platz anzukommen, da wo du gerade bist. Und dann lass dich einmal noch ganz bewusst den Raum um dich herum erspüren, den Raum um deinen Körper. Und wenn du den Raum um deinen Körper erspürt hast, dann lass dich ganz bewusst auch mal die Außengrenzen von deinem Körper spüren. Kannst du auch noch mal hinfassen. Manchmal sind die uns gar nicht so bewusst, dass unser Körper Außengrenzen hat. Und es ist immer gut, wenn wir nach innen gehen, wenn wir uns erstmal orientieren. Ah, außen. Und dann kannst du die Aufmerksamkeit ganz langsam über die Außengrenzen deines Körpers nach innen wandern lassen. Und stell dir mal vor, du würdest so wie deinen Körper von innen spüren. Wenn du den inneren Raum deines Körpers wahrnimmst und das Ausatmen dir vorstellst, dass du das jetzt wie von innen wahrnehmen kannst. Vielleicht wie wenn du mit so einem kleinen U-Boot unterwegs bist in deinem Körper. Diese Bewegung spürst, dieses Ausdehnen und sich zusammenziehen, diese Bewegung des Lebens, diesen Rhythmus in dir. Ja, genau so. Und dann fühl dich eingeladen, deine Aufmerksamkeit nochmal zu deinem Herzen wandern zu lassen. Zu deinem Herzen, deinem Herzraum, das sich ja vorhin zur Einstimmung ein bisschen öffnen durfte. So viel, wie es gerade gut möglich ist. Und vielleicht magst du mal hinspüren, wie weit und offen dein Herz jetzt noch ist. Und vielleicht darf es sich ja sogar noch ein bisschen mehr öffnen, noch ein bisschen weiter werden.
Sei auch neugierig, auf welche Weise du es gerade spürst, wenn dein Herzraum vielleicht noch ein bisschen weiter werden darf. Ja, noch während dein Herz weit und noch weiter werden darf, kannst du dir weiter vorstellen, dass du in Verbindung mit deinem Herzen bleibst und in deinem Körper noch ein Stückchen weiter wanderst. Durch diesen Innenraum, wie wäre es, wenn du über den Hals wanderst, in deinen Kopf wanderst. Bis in deine Augen wanderst. Und wie von innen jetzt aus deinen Augen schaust. Nun stell dir einfach mal vor, du würdest von innen durch deine Augen schauen und wenn du die Augen öffnest, dann schaust du in einen Spiegel. Und lass dir einen Moment Zeit mit diesem Bild, mit dieser Idee von innen aus deinen Augen heraus mit offenem Herzen in einen Spiegel zu schauen. Und lass dich einen Moment überraschen, sei neugierig, was du siehst in diesem Spiegel, wenn du so von innen heraus auf dich schaust. Von innen aus deinen Augen heraus, verbunden mit deinem Herzen, das ganz offen ist. Was siehst du? Was ist ganz nah? Was ist ganz nah von dir da, das du siehst? Und was ist vielleicht ein Stückchen weiter weg? Was ist vielleicht ganz weit weg? Und vielleicht gibt es auch etwas, was du, wenn du so von innen heraus schaust, auch gar nicht sehen möchtest. Was sich irgendwie, wie du schaust, verbergen möchte oder sich vor den Blicken aus deinem Inneren verstecken möchte. Ja, und noch während du so auf dein Spiegelbild schaust, von innen heraus und verbunden bist mit deinem Herzen, dann nimm dir doch einen Moment Zeit zu schauen, wie sich das verändert, was du siehst. Wenn du wirklich ganz aus deinem Herzen heraus siehst und schaust und du vielleicht auch mit der Liebe deines Herzens siehst und schaust und deine Augen mit der Liebe schauen können, mit der Liebe zu dir selbst, was sich da verändert, was du sehen kannst, was näher kommt, was sich vielleicht verbindet, oder was auch immer da in deinem Spiegelbild geschieht. Und dann lass dir auch dafür einen kleinen Moment mehr Zeit, als du denkst, dass es braucht. Denn manchmal geht es nicht so schnell, wie wir gewohnt sind. Im Denken geht alles ganz schnell und wenn wir die Dinge einfach so geschehen lassen und mit Liebe drauf schauen, kann es sein, es braucht ein bisschen, bis wir den Unterschied und die Veränderung bemerken können.
Ja, und dann kannst du jetzt alles, was da ist, dem kannst du einen guten Platz in deinem Herzen geben. Alles, worauf du mit Liebe schaust, das, was vielleicht ganz nah gekommen ist, was sich verbunden hat. Vielleicht gibt es auch noch was, was ein Stück weg ist. Aber du kannst es alles zusammen uns mal schauen, wie das einen guten Platz findet im Herzen und in der Liebe deines Herzens. In dieser Liebe zu dir selbst. Dann ist es an der Zeit, dass wir diese kleine Übung auch langsam wieder abschließen. Und vielleicht möchtest du es genauso machen, wie Leo auch vorher schon angeleitet hat, weil das ist eine gute Idee, das auch so für den Alltag zu üben. Nicht gleich, wenn was zu Ende ist, die Augen aufzumachen und nach außen zu schauen und von dem Inneren weg zu sein, sondern wenn du erstmal so beginnst mit Verbindung mit deinem Herzen, ein Stück nach außen zu pendeln und wieder nach innen und wieder nach außen. Und dann machst du irgendwann in dieser Hin- und Her-Bewegung die Augen auf und kannst vielleicht bemerken, wie du mit deinem Inneren, deinem Herzen verbunden bist und auch mit dem Außen der Welt. Und wie das, was du gerade mit dir selbst erlebt hast, einen guten Platz hat, einen guten Platz bekommen hat. Ja, und wenn deine Augen wieder aufgehen, dann lass sie wieder so im Raum rumwandern. Ich sage auch oft so spazieren gehen. Das ist einfach für unser Körpersystem gut, wenn das sich wieder orientieren kann. Es wieder weiß, ah, okay, ja, da ist außen, da ist die Welt und da ist der Körper. Und es gibt auch ein Innen. Mit dem bin ich auch verbunden. Ja. Ja, okay. Ja, und dann möchten wir gerne jetzt auch wieder den Raum öffnen für deine Erfahrung mit dir selbst. Mit der Selbstliebe, mit der Begegnung. Mit dir selbst. Wenn du im Inneren auf dich schaust. Und wir sind ganz neugierig, was du entdeckt hast und was es für Fragen gibt oder vielleicht auch, was hat irgendwas gar nicht geklappt, dann ist auch gut, wenn wir darüber sprechen, wir vielleicht noch ein paar Tipps geben können. Ja, Sabine schreibt, ich kann nicht auf mich selbst schauen, dafür ist mein Selbsthass viel zu groß. Hast du eine Frage, Sabine, dazu? Oder ich frage vielleicht mal, würdest du denn gerne auf dich selbst schauen können? Ja, okay. Super. Das ist schon mal total gut. Weil weißt du, dann ist es natürlich vielleicht viel zu viel, gleich auf alles zu schauen. Und manchmal ist es gut, wenn du das gerne möchtest, zu schauen, wo könnte es denn beginnen, dass du auf dich schauen könntest. Gibt es irgendwo einen Punkt, wo du sagst, da wäre vielleicht eine Möglichkeit, dass es anfangen könnte? Und Silly schreibt, tiefe Dankbarkeit an meinem Körper und Liebe. Ja, danke.
Ihr könnt euch auch melden, wenn ihr wollt, oder im Chat schreiben. Wir warten noch auf die Antwort von Sabine auf Christines letzte Frage. Schreibst du was oder magst du was sagen dazu? Der Chat ist wieder deaktiviert. Ah, okay. Mist. Aber Sprache geht auch. Christine hatte dich gefragt, ob es einen Teil gibt, auf den du schauen kannst. Ich kann noch nicht mal real in den Spiegel schauen. Hm. Das ist sofort die Sperre ein. Wenn ich mir die Haare kämme oder so, das mache ich mechanisch, ohne hinzugucken. Ja, aber nochmal gibt's, wenn du jetzt so da sitzt und keinen Spiegel vor dir hast und auf dich schaust, gibt es einen Teil, auf den du auch freundlich schauen kannst? Nein. Gar nicht. Geht überhaupt nicht. Ich erinnere mich gerade, manchmal braucht es auch so einen Anstoß dann von außen vielleicht. Ich erinnere mich gerade an unseren Tagesworkshop, an dem du auch teilgenommen hattest. Mhm. Und wo du ganz viel Angst hattest vorher, dich viel damit beschäftigt hast, soll ich teilnehmen, soll ich nicht teilnehmen, dann teilgenommen hast, viel Angst hattest, dich zu zeigen, und du hast dich getraut, dich zu zeigen. Wie ist das, wenn ich dich daran erinnere? Im Moment ist eigentlich der Widerstand so groß, dass gar nichts geht. Aber kannst du dich erinnern an diesen Moment? Ja. Und was geschieht, wenn du dich daran erinnerst? Da treten der innere Kritiker und der Selbsthass wenigstens ein kleines Stückchen in den Hintergrund. Dass ich so daran erinnere, was ich an dem Tag geschafft habe. Genau, genau. Und genau das ist so ein kleiner Schritt, von dem auch Christine vorhin geredet hat. Ja. Und manchmal, das ist ja dann auch eine Verbindung zwischen Selbstliebe und Nächstenliebe. Manchmal, wenn uns selbst gerade im Moment der Zugang fehlt, wenn wir nicht liebevoll auf uns selbst schauen können, dann ist es vielleicht gut, wenn wir ein Gegenüber haben, der liebevoll auf uns schaut, der uns daran erinnert. So wie als Kinder, wenn wir geboren werden, dann sind wir auch darauf angewiesen, dass es da draußen liebevolle Augen gibt, die uns anschauen, die uns spiegeln, die für uns da sind. Und wenn das in einer Form gefehlt hat, dann ist das auch nicht schlimm. Das hat damals wehgetan, das hat uns geprägt, aber einen Teil davon können wir auch als Erwachsene nachholen, nachnähren. Und von daher nochmal an dich speziell jetzt, Sabine. Herzlich willkommen in dieser Runde. Und schön, dass du es immer wieder trotz allem Widerstand schaffst, dich einzuloggen. Danke. Finde ich auch richtig klasse, Sabine, wirklich. Schön, dass du da bist. Weißt du, und es ist auch gut, was Leo gerade meinte, zu schauen, wo beginnt der Unterschied, wo beginnt die Veränderung. Ja. Das hast du gerade bemerkt, da beginnt was anders zu sein. Ne? Super. Ja. Gut, gibt es noch eine Rückmeldung oder eine Frage?
Etwas, was in dir angeklungen ist, was dich bewegt hat. Also ich will irgendwie was sagen, aber ich kann das nach so Übungen gar nicht gut, weil mein Hirn irgendwie so ausgeschaltet ist. Ich versuche es mal. Mhm. Ich hatte irgendwie Schwierigkeiten, von innen rauszuschauen, nicht so dunkel hier, rauszuschauen, in, also durch meine Augen in den Spiegel, weil ich habe, das ist irgendwie komisch, ich habe mich dann so wie zwei kleine Männchen, weil du hast ja gesagt, so vielleicht mit so einer Art U-Boot in uns tauchen. Und dann sind wir durch den Kopf und durch die Augen und dann habe ich irgendwie so wie ich in Miniatur aus meinen Augen rausgeschaut und der Spiegelblick wieder zurück und dann hat sich das so verloren und alles so also so, dann habe ich immer geguckt, ja, wo bin ich denn jetzt? Und dann war ich diese zwei klar ich in klein in den Augen und dann bin ich halt wieder zurück, also irgendwie wieder so in meinen Körper reingegangen. Dann ist es so ein bisschen wie die Silly geschrieben hat, also dann war ich halt so ganz in meinem Inneren und erst war es so dunkel und dann hat sich alles so aufgelöst oder auch so, dann hast du ja auch manchmal gesagt, was siehst du? Und ich immer so, ja, was sehe ich denn oder worauf schaue ich denn? Und es war so, als wenn es halt gar keine äußere Form oder kein Körper so mehr gibt, das war alles so eins und so, also so unwichtig. Ich habe gar nichts, also ich habe das gar nicht mich selber als Form, so wie man es halt sieht, wenn man in den Spiegel schaut, Gesicht oder den Körper, der war halt gar nicht mehr da. Also es war irgendwie so ganz schön, also ganz beruhigend, so, ja. Aber eben auch, also so irgendwie eben auch komisch, weil ich immer dachte, was siehst du? Und ich habe halt weder gesehen noch, sondern ich war einfach so da, einfach nur. Und das war schön. Mhm. Hört sich so an, als ob es neu war. Ja, schon. Oder anders wie das, was du vielleicht bisher kanntest. Oder ja. Eine neue Erfahrung, so hört sich an. Weil auch anders, als wenn ich meditiere und so auf meinen Atem höre oder so in den Innenraum gehe, es war irgendwie anders, aber ich kann es mal gucken. Vielleicht kann ich es am Ende nochmal klarer beschreiben. Ja, genau. Ja, also vielen Dank für die Erfahrung. Genau, war eine neue Erfahrung. Okay. Ja, weißt du, das finde ich so wichtig. Wir sind ja oft auch neugierig auf Neues und vergessen dann oft, dass das Neue uns erstmal fremd vorkommt. Mhm. Weil das Neue ist uns ja nicht vertraut. Und dann kommt uns das Neue fremd vor, dann denken wir so, oh, komisch, irgendwie, nee, ich will doch lieber das Vertraute. Mhm. Und eigentlich beginnt ja erst da, ne, am Rande des Neuen, am Rande des Unbekannten, da beginnt ja im Prinzip auch das neue Land, was es zu entdecken gibt. Mit sich selbst, mit anderen und mit Gott. Deswegen vielen Dank, dass du das so gut beschrieben hast, den Rand des Neuen. Ja. Danke. Danke. Ich habe eine Frage an Karin. Du hast geschrieben, ich sehe immer noch sehr viel Traurigkeit, wenn du auf dich schaust. Ja. Und kannst du da auf diese Traurigkeit, die du siehst, liebevoll schauen? Inzwischen ja. Mhm. Aber es war ein langer Weg, ja. Mhm. Für mich war der Tod meines Vaters ein ziemlich starker Auslöser, zu sagen, du musst aus diesem Gefängnis von Schuldgefühlen. Ich war sehr gefangen in Schuldgefühlen. Und der Prozess, bis mein Vater gestorben ist, das waren ein paar Monate, die haben mich auch da wieder in so Schuldgefühle reingebracht, die dann aber sehr offen lagen. Und dann konnte ich mich mit den alten Schuldgefühlen, das hat mich zu meinen tiefer liegenden Schuldgefühlen geführt. Und wie gesagt, ich habe dann das angefangen mit dem Herzensgebet. Also es ist ja eigentlich auch eine Form der Meditation und konnte dann sehr viel Trauer loslassen in dieser Phase. Also die ersten 3-4 Monate war. Und
ich habe so vor einem Jahr gesagt, jetzt stagniere ich. Ich stehe irgendwie auf einer Stelle und ich möchte gern weitergehen. Und deshalb habe ich gesagt, das mit der Traurigkeit hat mich eben überrascht, ja. Ich habe dann geguckt und habe gedacht, okay, du bist immer noch sehr traurig. Also, aber dass da ja traurig über diese viele Zeit, die ich mit Schuldgefühlen verbracht habe, vielleicht. Das hat mich sehr stark von mir getrennt, diese Schuldgefühle. Darüber bin ich sehr traurig, ja. Also auch getrennt von Liebesenergie. Natürlich nicht permanent, aber ja, das lag immer so drüber. Okay, danke. Okay. Es ist jetzt 8:30. Wann etwa gibt das die Hinwendung zu Gott? Das ist eine Frage im Chat. Vielleicht eine Erinnerung an uns, dass wir weitermachen. Ja? Ja, können wir. Ja? Ja, ja. Gut. Es ist auch ein Weg dahin. Christine, wenn du was sagst, man hört dich sehr schlecht. Alle anderen höre ich sehr gut. Das ist ja komisch. Wahrscheinlich liegt es an deinem Mikro. Das ist zu weit von deinem Mund weg. Ich benutze das Mikro. Jetzt ist es besser, wenn du in die Trance-Sprache gehst, dann ist es total schwer für mich zu verstehen. Deswegen kam ich vorhin fast nicht mit. Ich habe mindestens die Hälfte gar nicht verstanden. Ist es allen so gegangen oder ehrlich? Nee. Komisch. Es gibt, sowohl Kopfschütteln als Kopfnicken. Okay. Es scheint unterschiedlich zu sein. Genau. Aber vielleicht kannst du ja ausprobieren. Ich habe es schon lauter gemacht. Eine Stufe lauter. Ich habe es schon ganz laut gemacht. Aber ich benutze das Mikro jeden Tag. Von daher würde es mich jetzt wundern, wenn es daran liegt. Aber gucken wir mal. Ich versuche auch lauter zu sprechen, okay? Gut. Nächster Step. Nächstenliebe. Da könnt ihr jetzt den Schwierigkeitsgrad selbst einstellen. Genau, vielleicht zeige ich euch das währenddem. Der Einstieg ist immer der gleiche. Es geht vielleicht jetzt schneller, dass du deine Augen schließt. Dich wieder deinem Herzen zuwendest. Dein Herz spürst und fühlst. Und dann geht es jetzt gleich darum, innerlich auf einen anderen Menschen zu schauen. Und da kannst du auswählen, entweder kannst du einen Menschen wählen, der dir nahe ist, zu dem du eine gute Verbindung hast. Oder du kannst jemanden auswählen, dem du eher neutral gegenüberstehst. Oder wenn du besonders mutig bist, kannst du dir auch jemanden auswählen, mit dem du es gerade schwer hast. Und dann kannst du innerlich auf diesen Menschen schauen. So wie er oder sie sich jetzt gerade im Moment für dich zeigt.
Und dann ganz bewusst dein Herz öffnen. Für all den Schmerz, den dieser Mensch bisher in seinem Leben erleiden musste. Jeder von uns hat Momente im Leben, wo er mit Verlust oder Scheitern, Trauer oder Schmerz zu tun hat. Und wenn du auf diesen Menschen gegenüber schaust, kannst du dir ganz bewusst werden, dass es für ihn oder für sie nicht anders ist. Und du brauchst nichts damit zu tun, du musst diesen Schmerz nicht wegmachen. Vielleicht kannst du einfach da sein, da bleiben und dein Herz offen halten. Und dann kannst du dein Herz ganz bewusst öffnen für all die Gaben und die Stärken dieses Menschen. Das ganze Potenzial, alle Fähigkeiten und Qualitäten. Die du in diesem Menschen sehen kannst. Und dann kannst du ganz bewusst dein Herz öffnen für das, was euch miteinander verbindet. Trotz möglicher Differenzen im Außen. Gibt es erst einmal die Verbindung als menschliche Wesen. Mit ganz ähnlichen Wünschen und Bedürfnissen. Und dann natürlich auch die Verbindung, die unter oder hinter dieser menschlichen Form ist. Und wenn du all das in den Herzensblick nimmst, den Schmerz, das Potenzial und das, was euch verbindet, dann kannst du vielleicht auch mit offenem Herzen und liebevoll auf diesen Menschen schauen.
diesem Menschen mit offenem Herzen begegnen. Und immer wieder mit dem Zusatz, so gut wie es dir jetzt im Moment möglich ist. Genau, und dann kannst du wieder auf den Übergang achten. Wenn du dich innerlich von diesem Menschen verabschiedest und deine Wahrnehmung auch wieder nach außen richtest. Achtsam mit diesem Schritt des Übergangs umgehen. Na, und dann wieder deinen Blick in die Runde richten. Ich hatte gerade während ich euch durch diese kleine Übung geführt habe, habe ich immer wieder diese Frage hier vor mir gehabt, von etwa, gibt es die Hinwendung zu Gott? Und in mir ist immer wieder die Antwort aufgetaucht, er oder sie ist die ganze Zeit dabei. Auch wenn ich mit dem offenen Herzen auf dich schaue, öffnet das nicht nur mein Herz für dich, sondern auch mein Herz für mich und mein Herz für das Göttliche. Manuel hatte das zu Beginn gesagt, das ist alles so miteinander verbunden. Manchmal müssen wir es so ein bisschen auseinandernehmen, um die einzelnen Schritte zu gehen. Das ist ja auch in unserem Training so. Ich sage jetzt trotzdem meinen Satz dazu schon mal im Vorab. Das sind ja auch drei Module und da ist auch die Idee, dass wir uns im ersten Modul mehr damit beschäftigen, wie kannst du dir selbst mit offenem Herzen begegnen. Im zweiten Modul geht es darum, wie kannst du den anderen mit offenem Herzen begegnen. Und im dritten Modul geht es darum, wie kannst du dem Leben, dem Göttlichen mit offenem Herzen begegnen. Aber eigentlich kann man es nicht trennen, aber wenn wir erforschen und wenn wir darüber reden und uns austauschen, müssen wir es so ein bisschen auseinander dividieren. Ja, und manchmal ist es ja auch so, im Auseinanderdividieren kann man es besser erkunden. Ne? So wie wenn man ein neues Gebiet erforscht, dann ist ja auch gut, man geht langsam und guckt sich so ganz genau um, wo man da ist und zeichnet sich eine Landkarte. Und das ist auch unser Anliegen, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass ohne Landkarte und ohne innere Orientierung und ohne zu wissen, wo bin ich, wo sind die anderen und wo ist die Welt und das Göttliche, dass wir manchmal so ein bisschen durcheinander kommen und dann in der inneren Arbeit gar nicht so genau wissen, welche Richtung, wohin geht es eigentlich. Deswegen haben wir uns für diese Schritte entschieden, heute Abend und auch in unserem Training. Ja, vielleicht nehmen wir uns ganz kurz Zeit für Rückmeldung, Leo, zu deiner Anleitung, oder? Ja. Ein, zwei oder so, weil die Zeit ist tatsächlich schon ein bisschen fortgeschritten, sehe ich auch gerade, aber ich würde trotzdem gerne, vielleicht gibt es ja was, was gerade noch Raum braucht, was ausgesprochen werden will. Oder eine Frage oder auch ein Gedanke zu dem, was wir gerade gesagt haben.
scheint gerade keinen Impuls zu geben. Nein, dann würde ich sagen, machen wir einfach weiter. Hm. Was steht da noch? Hm. Ja, Corinna schreibt rein. Mhm. Ja. Was ich sage noch jetzt, ich könnte jetzt ewig weiterreden, Christian. Aber ich sage vielleicht nur noch... Das ist ganz gut, Leo, wenn du das so sagst, was gerade da ist. Mhm. Weil wir jetzt schon das gesagt haben mit Selbstliebe, Nächstenliebe und Gottesliebe, möchte ich noch kurz was sagen zu diesen beiden Ebenen. Weil das auch etwas ist, was für uns wichtig ist in unserer Arbeit und was oft nicht verstanden wird oder verwechselt wird miteinander. Das ist, dass es quasi so eine Arbeit gibt an der Form, an uns als menschliche Wesen, auch mit unseren Verformungen, dass es gut ist, sich darum zu kümmern. Das ist so eine Arbeit, die wir immer beschreiben, auf der horizontalen Ebene, auf der Zeitachse vom Beginn dieses Organismus bis zum Ende dieses Organismus. Und dann gibt es diese Arbeit auf der vertikalen Linie, was mehr das Spirituelle ist, im Herzensgebet, in der Begegnung mit Gott, in der tiefen spirituellen Erfahrung. Und es braucht Aufmerksamkeit für beides. Das ist miteinander verbunden, aber wir müssen uns beides anschauen. Und oft erlebe ich gerade in spirituellen Kreisen, dass die Arbeit auf der horizontalen Ebene, dass die so etwas vernachlässigt wird, verpönt wird, dass es so einen großen Zug auch gibt in Richtung Licht. Aber ich kann da, glaube ich, für Christine mitsprechen. Unsere Erfahrung ist, dass wir das Licht nicht finden, indem wir uns das Licht vorstellen, sondern dass wir das Licht finden, indem wir auch durch die Dunkelheit gehen. Es gehört zusammen. Genau. Das Licht und die Dunkelheit. Ohne die Dunkelheit könnten wir das Licht gar nicht finden. Genau. Hm. Marianne Benson nennt das Spiritual Bypassing, was oft so gemacht wird, dass die Menschen versuchen, diesen Teil auszuklammern. Gut, aber für die Leute, die mehr an unserer Arbeit interessiert sind, können wir gerne nachher noch darüber weiterreden. Genau, ihr könnt dann da bleiben und dann können wir noch ein bisschen in die Tiefe gehen, wenn ihr noch weiter interessiert seid, auch vielleicht am Training teilzunehmen. Ja, und dann fühlt euch eingeladen noch zu einer kleinen Abschlussübung, weil jetzt geht es tatsächlich, wie war das, die Hinwendung zu Gott, die bewusste Hinwendung zu Gott. Weil eigentlich ist ja Gott immer da, so wie Leo schon sagte, in den anderen und in mir selbst. Ja, und fühl dich wieder eingeladen, dich nochmal so ein bisschen zurechtzuruckeln, nochmal kurz dich zu strecken. Das ist immer ganz gut, wenn du so eine Reise nach innen gehst, wenn du den Körper vorher sich kurz bewegen lässt, dass der nicht stocksteif sitzt. Ja. Dann kannst du wieder 2-3 Mal ausatmen. Und jetzt bist du ja schon geübt und kannst noch, während du 2-3 Mal ausatmest und loslässt, das Loslassen spürst, deine Aufmerksamkeit wieder von außen nach innen wandern lassen. Nochmal deinen inneren Raum wahrnehmen, den Innenraum deines Körpers. Wie der geatmet wird vom Leben, wie der Atem ganz von alleine durch deinen Körper durchfließt. Ja, und noch während du diese Bewegung des Atems spürst in dir, fühl dich eingeladen, deine Aufmerksamkeit nochmal zu deinem Herzen wandern zu lassen. Und vielleicht magst du auch noch mal eine Hand auf dein Herz legen.
Und mal dieses Pulsieren des Herzens spüren. Und jetzt haben wir heute ja schon viel mit dem Herzen und auch der Öffnung des Herzens gearbeitet. Und vielleicht ist es gut, wenn du dir noch mal für einen Moment gewahr wirst, dass es dein organisches Herz gibt. Dass dein organisches Herz das Blut durch den Körper pumpt. Und dass es aber auch ein emotionales und auch ein spirituelles Herz gibt. Man sagt, dass unser Herz und unser Herzraum wie das Eintrittstor ist in unsere noch viel tieferen inneren heiligen Räume oder auch in unseren tiefen inneren heiligen Raum, der unendlich groß ist und unendlich weit. Und ich würde dich gerne einladen, da nochmal hinzuspüren und wahrzunehmen, ob sich dein Herzraum jetzt vielleicht noch ein Stückchen weiter öffnen darf, noch ein bisschen größer werden darf. Und auch wie du das bemerkst, dass dein Herzraum sich noch ein bisschen weiter öffnen darf. Und immer so viel, wie es gerade gut ist. Und dann fühl dich eingeladen, wie so einen kleinen Schritt, deinen Raum deines Herzens zu betreten. Und du kannst ganz vorsichtig damit beginnen und erstmal so einen kleinen Minischritt gehen. Mal schauen, wie ist das? Und vielleicht bemerkst du auch, dass es sogar zwei Schritte sind. Und manchmal ist es sogar so, als könnte man sich in diesen tiefen inneren heiligen Raum, der unendlich weit und unendlich groß ist, wie so ein Stückchen hineinsinken lassen. So als würdest du da ja so ganz langsam eintauchen. Und lass dich für einen Moment die Qualität deines Herzraums, dieses inneren heiligen Raums spüren. Was nimmst du wahr? Manche sagen, es ist ganz friedlich. Manche sagen, es ist voller Liebe. Manche sagen auch, es ist leer und es ist wie ein angenehmes Nichts. Und vielleicht entdeckst du auch noch was anderes. Stille vielleicht. Eine unfassbare, angenehme Stille. Ja, und noch während du so ganz auf deine Weise und ganz langsam in Kontakt mit deinem Herzraum bist, vielleicht dich hineinsinken lässt, kannst du diese Frage mitten in diesen Raum sinken lassen, in diesen tiefen inneren heiligen Raum. Wie wäre es, wenn die Gottesliebe mich jetzt berühren dürfte? Und auch da kannst du ganz neugierig sein, auf welche Art und Weise sie dich berührt, auf welche Weise sie dich berühren darf. Und manchmal ist es auch so, dass es wirklich auch nur wie so ein kleiner, so ein ganz kleiner Hauch ist. Und es ist auch gut, da hinzuspüren, wo beginnt es, dass die Gottesliebe mich berühren darf? Jetzt.
Ja, und manchmal ist es dann auch so, wie Leo am Anfang sagte, unser Herz ist dann nicht mehr in uns, sondern wir sind ganz tief in unserem Herzen, in diesem inneren heiligen Raum, und das Herz ist unendlich groß und weit und wir werden berührt von der Liebe Gottes. Ja. Und noch während du dich berühren lässt und ohne, dass du davon weggehen musst, weil es ist ja immer da, so wie die Sonne, die immer scheint, kannst du mit einem Teil der Aufmerksamkeit ganz dort bleiben. Und der andere Teil der Aufmerksamkeit, der kann jetzt auch langsam wieder nach außen wandern. Du kannst diese Übung beenden und gleichzeitig ganz mit dir, dem Inneren, deinem Herzen, mit dem, was du da entdeckt hast, in Verbindung bleiben. Ja, und du kannst wieder diesen Übergang so mit dem Pendeln gestalten, wie wir es heute Abend schon geübt haben. Und nach 2-3 Mal Pendeln dann auch ganz langsam deine Augen mit öffnen lassen und doch dich ein bisschen bewegen und die Augen wieder so im Raum spazieren lassen. Und auch die Augen wieder in unsere Runde schauen lassen. Und vielleicht will der Körper sich nochmal strecken und dehnen. Und gleichzeitig kannst du nochmal wahrnehmen und spüren, zu deinem Herzen hin und zu diesem inneren heiligen Raum in dir, wie auch immer, den du gerade wahrnehmen kannst. Ja. Ja, und wenn wir jetzt auch schon ein bisschen über die Zeit sind, wollen wir uns doch noch ein paar Minuten nehmen, um zu schauen, ob es noch was gibt, was du gern teilen möchtest. Vielleicht gibt es noch eine Frage jetzt zu dem Abend, zu dem, was du erfahren hast. Ich sehe schon, Felicitas schreibt wundervoll, Dankeschön. Ja, gerne, Felicitas. Sehr gerne, von Herzen. Ja. Paul schreibt, ich habe den göttlichen Hauch spüren dürfen. Ich sage Gott und euch danke. Danke, Paul. Gibt es noch was? Ihr könnt euch auch gerne melden, wenn ihr mögt, oder in den Chat schreiben. Manchmal ist es auch schön, in Stille in den Chat zu schreiben. Ich habe gerade gedacht, wir sind es ja auch nicht so gewohnt, uns über diese Erfahrungen auszutauschen. Und vielleicht ist dieses Medium da auch nicht so leicht. Auch deswegen ist das mit dem Schreiben ganz schön. Gut. Soweit? Guck noch mal in die Runde. Noch jemand was schreiben möchte,
Ah, Sabine schreibt, Gottesliebe ist der schwierigste Teil und der größte Widerstand. Mhm. Und es ist gut, Sabine, du schaust, wo beginnt es? Wo beginnt es? Mhm. Ja, Heidrun schreibt, ich habe mich berühren lassen und sage danke. Schön. Danke, Heidrun. Ja, gut. Corinna, ich frage mich gerade, bist du da? Magst du noch mal mit dazukommen und Tschüss sagen auch für alle? Und die, die wollen, die können noch bleiben und wir können dann noch mal ein bisschen über das Training sprechen. Karin hat gerade noch eine Frage geschrieben. Kann man mit euch auch bald mal live arbeiten? Ja, na klar. Das wäre super. Ja. Musst du dich noch ein bisschen gedulden. Wir werden unser Training jetzt erstmal das erste Modul online machen. Im September wird es dann vor Ort in Frankfurt weitergehen. Und wir haben auch im Herbst, ich weiß jetzt den Tag nicht auswendig, aber im Herbst haben wir auch einen Tagesworkshop geplant wieder. Der wird aber vermutlich auch online stattfinden, weil für einen Tag, Christine sitzt in Potsdam, für einen Tag ist es sehr aufwendig, nach Frankfurt zu kommen. Aber wir schauen mal, was wir tun können. Auf jeden Fall wird das Training im September live stattfinden, auch wenn wir jetzt online starten. Ja, gut, Corinna. Gut. Ja, dann erstmal herzlichen Dank euch zweien für diesen wundervollen Abend. Ich bin noch ganz berührt und es ging mir ähnlich wie Katrin, die vorhin erzählt hat, dass sie noch gar nicht so richtig Worte gefunden hat. Und die Abende gehen ja auch nicht spurlos an Britta oder mir vorbei, sondern die machen ja auch was mit uns. Und das ist immer was ganz Besonderes, so eine Arbeit einfach mit euch allen genießen zu dürfen. Das ist ein ganz großer Schatz. Und da will ich einfach auch nochmal von mir persönlich Danke sagen. Und wollte auch gleich nochmal auf die Ausbildung eingehen. Und zwar, ihr könnt da wirklich einen richtigen Schatz erleben. Und würde euch wirklich ans Herz legen, die Ausbildung euch mal anzuschauen. Christine und Leo haben sich bereit erklärt, jetzt im Anschluss an den Abend noch da zu bleiben und eure Fragen zu der Ausbildung zu beantworten. Das hatte ich ja vorhin schon gesagt. Also ich lade euch herzlich ein, noch da zu bleiben und noch ein bisschen mehr zu erfahren. Also ich kann euch nur sagen, sie haben sich solche Mühe gemacht, jetzt dieses erste Modul online umzuentwickeln, einfach damit ein schöneres Erlebnis für euch alle da ist. Und ihr könnt da echt gespannt sein, mit welchen Raffinessen sie da auch schon arbeiten. Ich habe schon Vorgeschmack im Februar bei dem Tagesworkshop erleben dürfen. Wir haben da mit Breakout Rooms, mit Kleingruppen gearbeitet. Wir haben gemalt. Also es war total kurzweilig und ich hatte nicht das Gefühl, dass wir den ganzen Tag vor dem Bildschirm gesessen waren, sondern das war wirklich ein sehr interaktiver Austausch. Und genauso stellen Sie sich auch das erste Modul online vor. Und natürlich gehen wir dafür, dass dann im September das zweite Modul live wieder möglich ist. Im Finkenhof in Frankfurt, den kennen vielleicht auch viele von euch. Da gibt es ganz leicht Quartiere zu finden in der Umgebung. Da sind wir auch gerne im Frankfurter Ringbüro behilflich, wenn da die eine oder andere Frage zur Unterkunft ist. Also da ist wirklich unser Herz offen, einfach für diese wertvolle Ausbildung. Ja, und vielleicht noch eine kleine Anmerkung. Euer nächster Online-Workshop ist am 8. November, Leo. Ja. Ist da geplant. Okay. Das wäre dann der nächste Tagesworkshop wieder. Ja. Genau. Ja. Mhm. Ja, also das war es jetzt von mir. Und ich hoffe, euch alle ganz bald wieder zu sehen, natürlich. Das ist ein großes Anliegen.